Moinsen, 36,99 kostete diese Box, die jetzt hier vor mir liegt, von der Lumare. Kenne ich persönlich vom Asiaten. Ich habe jetzt nicht nochmal ein Lied vorher angehört aus dem neuen Album. Aber es geht hier und hier um die Mucke, sondern um die Box. Die Frau ist mir auf jeden Fall nicht unsympathisch, aber das Teufel ist denn das? Das bin jedenfalls ich. Ja. Viel Spaß jetzt mit diesem Video. Link zur Box ist in der Beschreibung. Link zum Messer ebenfalls. Und der Link zum MP3-Download ebenfalls. Die gute Dame hat es so wie jeder andere Künstler verdient, dass man ihre Arbeit erwirbt und nicht irgendwo illegal runterlädt. Ach ja, und das Album kam am Freitag, ich weiß. Lag aber bei meiner Nachbarin, weil der Hermesbote es nicht für nötig hielt, es auf die Station zu bringen. Und die gute Dame erst heute verfügbar war. So. Hier liegt die wundervolle, wirklich allglatte, was zum Teufel, ist total glatt und spiegelnd, Box vor mir. Völlig umgeben von dem Foto, das ist auch interessant. Also auf der Vorderseite erkennt man ganz klar die gute Frau. Ladies First heißt das Album, das ist ja wirklich Wahnsinn. Unten steht nochmal Interpret und Titel. Das Foto geht, wie wir hier sehen, hier knarzt es schon und rappelt es im Karton. Das Foto geht herum. Fein. Sieht cool aus auf jeden Fall. Beim Himmel und der Oberseite genau dasselbe. Und es geht sogar zu 100% herum. Sehr nice. So, auf der Rückseite finden wir nochmal einen Verweis darauf, dass hier auf jeden Fall ein Fan die Box gekauft hat und diese Box limitiert ist. 3 CDs sind da drin, T-Shirt, Gymbags, 2 Sticker, Autogrammkarte und ein Poster. Schön, dass bei jedem Wort nochmal ein Hashtag davor ist. Sehr geil. Bazooka steht hier, Delta Music Entertainment. Interessant. Und ein Barcode. Okay, wir öffnen die Standard Pub Deluxe Rap Box. Und finden eigentlich einen ziemlich legitimen Inhalt. Also das sind schon mal einige Sachen, die hier drin sind. So. Mal schauen, ob ich zufrieden bin. Oh mein Gott. Ob ihr zufrieden seid mit der Box, könnt ihr mir selbstverständlich in die Kommentare schreiben. So, wir gehen einfach mal der Reihe durch, so wie es hier liegt. Lumare Bonus EP. 8 Bonus-Tracks mit Produzenten. Okay. Das ist Geschmackssache. Oh mein Gott, ist mir das runtergefallen. Muss schon morgen wieder wischen. So, dann holen wir das mal hier raus. Was mir auffällt, ist keine Folie drum. Außergewöhnlich. Was zum Fick. Na gut, das ist anscheinend was für Ladies. Das ist jetzt nicht sehr ansehnlich. Für mich und für die meisten anderen höchstwahrscheinlich, aber es ist rosa und eine Frau mit Sturmmaske. Naja. Das ist aber nur das Artwork. Geschmackssache. Hashtag Geschmackssache natürlich. So, dann Instrumental. Dann nochmal das Meer, beziehungsweise das Watt. Das sieht aus wie das Watt. Oder ist das das Watt? Jetzt ist einfach nur eine Steppe, oder? Mit 15 Tracks, also 15 Instrumentals der 15 Songs. Die geht auch oben auf und so sieht die Platte aus. Hier alles in Grau. Interessant. Dann haben wir die CD. Im Super Jewel Case, ich fasse es nicht. Moment. Jetzt müsste ich das nochmal aufkriegen. Endlich mal wieder ein Super Jewel Case. Ich mag diese Hüllen wirklich. Hört ihr das? Diese schönen abgerundeten Ecken. Geht so geil zu öffnen. Nice. Großes Lob dafür. Da bezahle ich auch gerne ein paar Euro mehr für hochwertigen Inhalt. So, auf dem Cover finden wir die gute Dame, wie sie eine Handgeste macht. Und die Sturmmaske darf nicht fehlen. Von einem Mustang. Legitim. Auf der Rückseite nochmal dasselbe Bild wie vom Boxcover. Ich kann mich nur immer wiederholen, das hier bin ich. Und wir haben 15 Songs. Features. Gibt es
Eins noch, Mola. Mola. Ja, wie auch immer. Kenne ich nicht. Dann haben wir das Booklet. Na, das ist doch eher schon was. Awesome. Na gut. Guckt euch das mal ganz genau an. Lachkick. Das T-Shirt ist. Oh, Illuminati. Illuminati, Illuminati. Dann die Songs mit Wiedergabezeit. Musik, Text, Verlag. Schön. Die gute Frau heißt Sabine Gerling. Interessant. Was zum Fick ist das? Kunst. Ja, dann noch mehr Kunst in einem A-Körbchen. Lachkick. Noch etwas näher rangezoomte Kunst. Ja, das überspringe ich mal lieber. Was haben wir hier Feines? Junge, was zum Teufel? Okay, ich gebe es auf. Legitimes Booklet, die Bilder haben eine gute Qualität und passen zum Rest des Albums. So. Haupt-CD ist weiß und hier haben wir nur den Hintergrund, den wir schon kennen. So. Aber auf jeden Fall qualitativ einwandfrei. Aufkleber Nummer 1. Aufkleber Nummer 2. Und eine gute Qualität wie die ganze Zeit schon. Und jetzt haben wir das Poster. Jetzt hört die Sache mit der Qualität auf. Seht ihr das hier? Das sind Pixel. Also ich meine, ihr seht ja hier das A von der Schrift. Das ist wirklich lupenrein aufgedruckt. Wenn man mir hier ein bisschen näher hinguckt, beziehungsweise hier auch an die Haare, da sieht man aber sowas von viele Pixel. Ich breite das Teil jetzt einfach mal aus. Und ja, ach so, so groß ist das gar nicht. Hä? Ach so, das ist hier noch ein Bild. Okay. Also, so sieht das aus. Ist ein bisschen klein. Ich halte es einfach mal so davor, damit man es auch wirklich zu 100% sehen kann. Das kennen wir schon, dieses Motiv. Lumara, Ladies First. Ja, Geschmackssache, aber der Druck ist hier einigermaßen noch aushaltbar. Aber wenn wir auf die Haare gucken, das ist schon nicht mehr so schön. Und naja, diese Lady Gaga-mäßige Visage hier mit Lumara unten. Also hier ist die Qualität richtig schlecht. Sieht man aber auch. Hier wurde einfach nur rangezoomt und dann nochmal ein extra Foto gemacht in der guten Qualität fürs Poster. Ist jetzt unpassend zum Rest der Box, der wirklich qualitativ einwandfrei war. Das Poster geht meiner Meinung nach gar nicht. Finde ich jetzt auf dem Motiv ja nicht so schön. Hätte man ja wenigstens mal fürs Poster nochmal ein anderes Foto nehmen können. Dieses Motiv hier vom Cover, das habe ich jetzt zu oft gesehen. Meine persönliche Meinung. So, das T-Shirt kommt uns entgegen. Aber ich gucke erstmal das Autogramm an. Hier ist wenigstens ein echtes. Ist das ein echtes? Jo, ist echt. Das ist immer gut. Das ist halt ein echtes Autogramm. Und ein waschechter Nabel. Mit einem kleinen Herz sogar. Das ist aber nicht geschlossen. Also läuft die ganze Liebe aus. Ich würde jetzt gerne meinen Lieblingssatz sagen. Und zwar Rückseite unbedruckt. Aber es ist leider nicht der Fall. Sehr geil, Alter. Richtig geil. Wenn man dieses Autogramm in der Hand hält, muss man sich diese Box gekauft haben. Und wenn man sich diese Box gekauft hat, will man auf jeden Fall nochmal auf dem Boxinhalt die Information erhalten, dass das Album ab sofort im Handel ist. Das interessiert die Leute, die das schon gekauft haben, immer am meisten. Vielen Dank dafür, liebes Marketing-Team. So, jetzt das Shirt. Oh, das ist nice. Also sieht cool aus erstmal. Na, mieft etwas, sollte man auf jeden Fall mal waschen. Oh, ach so, das ist für Frauen, oder? Nee, warte mal. Original Tee, das gibt es T-Shirts für Frauen und für Männer, das ist dasselbe, wie ich gewinne, ehrlich gesagt. Das ist auf jeden Fall eine Größe M. Normalerweise hat man ja in den meisten Boxen immer eine L. Aber damit das ja, auch Mädels passt, ist es eher eine M. Das macht natürlich Sinn auf jeden Fall.
Ich probiere es dann natürlich trotzdem mal und lade ein Foto damit hoch, obwohl ich. Naja, egal. Food of the Loom. Das merkt man auch am Stoff. Also der Stoff ist. Ja, wir können hier durchgucken. Offensichtlich. Und fährt sich jetzt auch nicht so gut an. Also das ist ein. Ja, billiger Mist auf jeden Fall, was das angeht. Aber das Motiv sieht auf jeden Fall cool aus, weil es sehr groß ist. Und der Druck ist wirklich rein. Auf jeden Fall seht ihr hier, das Schwarz ist lückenlos. Ein Auge zugenäht, das andere hier so geschminkt mit dem Mund. Und ein Anarchistenzeichen, Lumara Ladies First. Also das ist auch das zweite A gleichzeitig. Interessant. Und ja, also das T-Shirt ist qualitativ nicht gut. Im Stoff auf jeden Fall. Food of the Loom, ihr wisst, was es ist. Der Druck sieht aber cool aus und ist auch beständig. Also der hält sicherlich jedenfalls nicht kürzer als das T-Shirt hält. Denke ich jedenfalls mal. Ich werde es nicht tragen. Dann haben wir als letztes den Turnbeutel. Den kennen wir von dieser Qualität aus anderen Deluxe-Boxen. Das ist das Standardmodell hier. Habe ich schon mal in der Hand gehalten. Fällt jetzt aber gerade gar nicht ein. Von dem zum Beispiel. Und auf der Vorderseite haben wir ein Einhorn mit einem Symbol, das man verwendet, wenn ein Zeichentrickcharakter stirbt. Das ist natürlich sehr unschön. Und hier steht die Lumara. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen näher ran. Wir sehen zwischen U und L einen Fehler. Hier wurde schön ein bisschen Farbe verkleckst. Und durch das Falten des Turnbeutels ist hier auch schon was kaputt am Druck. Hier sieht man. Ja, also die Qualität lässt dann hier etwas nach. Schade. Hätte gedacht, das mit der Qualität zieht sich durch die ganze Box und ich könnte am Ende sagen, die ist ihre 37 Euro wert. Das kann ich jetzt aber eigentlich nie wirklich sagen. Sonst haben wir halt wirklich viele Inhalte. Also ist auf jeden Fall eine Menge drin. Hier, wir füllen auf jeden Fall das Bild komplett mit Inhalten. Und ich habe schon schlechtere Boxen gesehen. Aber trotzdem bin ich nicht zufrieden. Ich habe jetzt alles analysiert, ich muss mich eigentlich nicht wiederholen. Viel Spaß mit dem Album, viel Spaß mit der Box und Feedback immer wie immer in die Kommentare. Auf Wiedersehen, euer Max Herzberg.